weiß ich gar nicht, wie viele Torschüsse Berchtesgaden gehabt hat, vielleicht 3, 4 im ganzen Spiel, wenn überhaupt. Und München gestern wahrscheinlich noch weniger. Das Einzige, was ich meinen Jungs vorwerfen kann, ist einfach, dass wir zu wenig aus den Torschancen machen. Gestern hätte man mit Sicherheit noch einige Tore mehr schießen können. Heute auch, ab dem zweiten Drittel, haben wir auch, im zweiten Drittel war es extrem, was wir Torschüsse gehabt haben und im Endeffekt nur ein Tor dabei rausgesprungen. So ist es, aber es ist schwierig. Es ist schwierig und immer nur, das sind die Jungs auch nicht gewohnt, das ist das nicht vergessen. Wir haben das erste Jahr heuer Bezirksliga und hoffentlich auch das letzte. Und wenn du so wenig Gegenwehr kriegst und immer auf einen Torwart spielst, dann ist es auch verständlich, dass vielleicht der ein oder andere nicht reingeht. Aber wir werden wieder weiter daran arbeiten, dass wir noch mehr Tore schießen können. Weil in den Playoffs bin ich mir sicher, wenn wir nicht so viele Torschancen haben. Und da müssen wir halt die, was wir dann haben, auch eiskalt verwerten. Und das ist eigentlich der einzige Kreditpunkt. Ansonsten bin ich von meiner Mannschaft auch überzeugt und auch sehr zufrieden. Wir haben jetzt noch 4 Spiele. Die 4 Spiele werden wir auch noch alle gewinnen, da bin ich mir sicher. Und dann haben wir eine perfekte Vorrunde gespielt und dann freuen wir uns alle schon richtig auf die Playoffs. Du hast es angesprochen, es ist schwierig, die Spiele so zu bestreiten, weil Playoffs sind jetzt sicher. Wie hältst du die Spannung hoch? Ja, du kannst es nur eigentlich im Training machen. Wir kriegen im Spiel ganz selten mal eine Gegenwehr, wie zum Beispiel jetzt letzte Woche mal gegen Waldkraiburg. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht, also ich war eigentlich gar nicht so sauer, dass man nur in Anführungsstrichen da 5-2 oder 5-1 gewonnen haben. Es ist schwierig, du kannst im Endeffekt trainieren im Training. Wir machen viele Zweikämpfe in der eigenen Zone, 3-3, 2-2, weil das wird in Sicherheit in den Playoffs kommen. Weil wenn du die ganze Saison bis jetzt anschaust, ist eigentlich die Defensivarbeit gar nicht so gefragt. Das heißt, du kannst dir die Jungs gar keinen Vorwurf machen, weil die kriegen hinten nie Druck eigentlich so richtig. Und das heißt, daran müssen wir arbeiten jetzt die letzten 3 Wochen bis zu den Playoffs noch. Dass wir einfach auch, wenn es dann gegen andere Gegner, gegen stärkere Gegner geht und wir auch öfters mal in der eigenen Zone agieren, dass unsere Verteidiger vor allem und auch die Stürmer im Defensivverhalten 100% da sind. Bis jetzt haben sie es noch nicht gebraucht und sind noch nicht gefordert worden, aber in den Playoffs werden wir es brauchen. Und das ist so der Hauptfokus, sage ich jetzt mal, im Training. Wie gesagt, Torchancen verwerten und in der eigenen Zone, wenn es dann wirklich der Druck kommt, stabil stehen. Es gibt noch was Personelles, eine Veränderung im Kader, vielleicht kannst du dazu was sagen. Der Andreas Zinnecker hat uns, glaube ich, verlassen. Genau, der Andreas Zinnecker, der hat uns in Richtung Bad Aibling verlassen, auf seinem eigenen Wunsch hin. Das ist eigentlich alles, was zu sagen gibt. Ich wünsche ihm da viel Glück und wir haben trotzdem noch 2 gute Torhüter, denen wir voll vertrauen und genau. Ja, und dann schon.